Die Canon EOS M50 ist nur was für Profis. Ja, da habe ich mir einen schönen Clickbait-Titel ausgesucht. Stimmt nicht ganz, aber ein Fünkchen Wahrheit ist da mit Sicherheit dabei. Weil ich habe mir als YouTube-Anfänger diese Canon EOS M50 gekauft und das war vielleicht etwas blauäugig. Ich habe gedacht, ich kaufe mir hier einfach eine Kamera und ich bekomme auf jeden Fall ein besseres Bild als von meinem Smartphone. Übrigens, ich filme jetzt hier gerade mit dem iPhone 12. Von daher, so schlecht ist das Bild, glaube ich, nicht. Ja, bin da dran gegangen und habe gesagt, okay, ich nehme hier so eine Wechselobjektivkamera, da ist ordentliches Glas dabei und die Welt ist schön. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Frag dich doch mal, warum du dich für diese Canon EOS M50 interessierst und warum du die kaufen willst. Weil vielleicht ist dir sowas wichtig, dass im Hintergrund der Hintergrund unscharf wird und das alles so ein bisschen verschwimmt. Du möchtest vielleicht auch eine bessere Qualität haben, wenn du in etwas dunkleren Umgebungen filmst. Und das alles kriegst du mit dieser Kamera, aber in der Regel wirst du erstmal nur dieses Kit-Objektiv haben. Und dieses Kit-Objektiv ist nicht so prickelnd, was das Filmen angeht und auch vor allen Dingen, was die Lichtstärke angeht. Deswegen wirst du dir relativ schnell dann auch überlegen, neben dieser Kamera, die, ich glaube, Liste bei Amazon, nur der Body 550 € kostet, dann auch noch für 200 € das 22 mm Objektiv kaufen, weil das ist wirklich super für diese Kamera. Aber damit ist es ja auch nicht getan, weil du weißt ja, wenn du mit dieser Kamera filmen willst, die hat ja hier so einen schönen Mikrofoneingang. Und entweder nimmst du hier sowas, wie so ein Lavalier-Mikrofon, oder du kaufst dir dann sowas wie das hier, so ein Rode Videomikro, das dann hier oben auf den Hot-Schuh kommt. Ja, erstmal, also negativ ist natürlich, wenn du jetzt hier Anfänger bist bei YouTube, das Ding kostet richtig Geld. Also, ich habe das jetzt gebraucht gekauft, hatte Glück, habe 440 € bezahlt. Das Ding ist eigentlich nagelneu, kaum gebraucht. Dann habe ich noch 200 € für die Linse hier bezahlt. Und das Rode Videomikro kostet 45 €. Also, roundabout, sagen wir mal, 50 plus 200, 250, 440 sind 690 €. Also, sagen wir mal, 700 €. 700, 800 € wirst du wahrscheinlich relativ einfach für sowas hier ausgeben. Und dann geht der Spaß ja erst richtig los. Ich habe mich jetzt echt intensiv die letzten Tage mit dieser Kamera beschäftigt und habe auch mal so aufgeschrieben, was gefällt mir eigentlich nicht daran. Also wenn man hier 700 € ausgibt und man bekommt wirklich so einen Plastik-Body an dieser Kamera, stört mich das nicht so sehr, aber es ist einfach nicht die Qualität, die man erwarten kann. Ich will das mal zeigen. Also das Plastik ist wirklich nichts Dolles. Auch hier das Drehrad, das hört sich einfach billig an. Das fühlt sich auch wirklich billig an. Also das ist nicht etwas, wie man es erwarten würde bei so einer Kamera, die halt doch ihren Preis hat, auch wenn es jetzt die absolute Einsteigerkamera ist, was alle sagen. Einfach mal hier, also das ist dieses Drehrad. Das ist halt, ich bin Besseres gewohnt, sagen wir es mal so. Dann kommt dazu, die Kamera filmt nicht in 4K. Das muss einem wirklich bewusst sein, das kann die zwar, aber du wirst mit dieser Kamera nicht in 4K filmen, weil der Autofokus ständig, also dieser tolle Autofokus, der sonst hier bei Full HD funktioniert, funktioniert so nicht mit 4K. Und dann kommt noch dazu, die Kamera zoomt bei 4K stark rein. Also falls du irgendwas vorhast, was irgendwie so aussieht mit Vloggen oder so, sich selbst mal filmen auf einem kleinen Stativ, das wird mit diesem Objektiv hier, mit dem 22 mm, was eine gute Lichtstärke hat, aber nicht so richtig klappen. Vor allen Dingen nicht in 4K. Das heißt,
Du müsstest dann eigentlich immer das Kit-Objektiv nehmen, da das aber nicht besonders lichtstark ist. Wäre das etwas, was sich anbietet, wenn du draußen bist? Wenn das für dich dann okay ist, super, super Geschichte. Ja, und dann kommt noch was dazu, das nervt mich halt auch tierisch. Wenn ich die Kamera mit der Kamera gefilmt habe, dann muss ich ja irgendwie an die SD-Karte dran. Und das ist halt hier mit dem Batteriefach so eine Sache, weil genau hier ja das Stativ angeschlossen wird. Und da kommt dann diese Stativplatte, die wird hier schön draufgeschraubt und die verdeckt dann hier den Anschluss von dem Batteriedeckel und da ist halt auch die SD-Karte drin. Bedeutet einfach, wenn du ein paar Mal die Karte rausnehmen willst, mal eine Testaufnahme machst und dir das wieder anguckst und dich mal so ein bisschen selbstkritisch beleuchtest vor der Kamera, dann fängt das an, wirklich schnell zu nerven. Aber ist auch handelbar. Kommen wir jetzt noch mal zu einem ganz anderen Thema und da wechsle ich jetzt mal auf hier die Canon EOS M50. Das war gerade schon wieder so eine Sache. Ich habe das Video jetzt, hier das Video jetzt gerade das zweite Mal auf, weil beim ersten Mal habe ich den Adapterstecker für das Lavalier-Mikrofon nicht dazwischen gesteckt. Den brauche ich beim iPhone nicht. Den brauche ich allerdings an der Canon EOS M50. Und das ist halt auch etwas, was die Canon EOS M50, ja, das macht Spaß, aber man muss sich halt mit allen möglichen Sachen auseinandersetzen. Zum Beispiel Blendenwerten, ISO-Werten, wie lange das gedauert hat, bis ich das mal hier eingerichtet habe. Ja? Also ich habe einen Blendenwert von einer 50. Sekunde eingestellt. Nein, eine Verschlusszeit. Und ich habe eine Blende von 2,0. Und ich habe jetzt eine ISO-Wert von 200. Das musste ich aber auch alles lange ausprobieren, wo was passt. Das entfällt hier bei so einem Smartphone. Und das wäre eigentlich auch so der größte Tipp und das, was ich dir mitgeben kann aus diesem Video. Mach deinen YouTube-Kanal vielleicht doch erstmal hier mit deinem Smartphone. Und kümmere dich so mal um den Rest. Vergiss mal so das Thema Hintergrundunschärfe, das ist schön, aber auch nicht alles. Die Canon EOS M50 kann ja nicht 4K, dafür kann aber dieses iPhone 12 sehr wohl 4K und das ist überhaupt kein Problem damit zu filmen. Und ich würde einfach mal anfangen, schau dir mal an, was hast du für ein Studio? Ich habe hier kein Studio, ich habe hier ein Homeoffice, 3x4 Quadratmeter, was ich immer so ein bisschen herrichte. Da muss ich auch immer stark den Hintergrund aufräumen, weil es hier ansonsten eher so ein Chaoszimmer ist. Kauf dir ansonsten hier mal eine Pflanze, sieht doch ganz nett aus. Ein bisschen Lebendigkeit kommt dann da rein. Oder ich habe hier da hinten den alten Globus mal aus meinem Kinderzimmer rausgeholt. Der hat da lange Jahre Staub angesetzt. Den habe ich irgendwann mal vor 35 Jahren hier in Münster auf dem Sendt Kirmes in der Lotterie gewonnen. Jetzt hat er mal einen Zweck, sieht ganz nett aus für den Hintergrund. Ja, und ansonsten ein ganz einfacher Tipp. Du wirst vielleicht auch das häufiger schon mal gesehen haben, dass im Hintergrund so nette Lichter brennen. Und da kann ich dir nur sagen, anstatt 700, 800 € für eine neue Kamera auszugeben, kauf dir doch mal irgendwie eins von solchen Lichtern. Ich habe hier was von Sunfo und Laufas. Keine Ahnung, wer sich diese Namen ausdenkt, aber diese kleinen LED-Lampen, die auf Akku laufen, die gibt es in verschiedensten Ausführungen bei Amazon. Sind alle recht nett und können dann verschiedenste Farben darstellen, verschiedene Intensitäten. Und ich denke mal, zu diesen beiden Lampen werde ich auch noch mal ein Video machen. Aber sowas ist ja eine ganz nette Geschichte. Also mein Tipp,
Bleib bei deinem Handy, beziehungsweise kauf dir ein Premium-Smartphone, dann hast du mit vielen Sachen gar keinen Aufwand. Und das Schöne ist, wenn das nachher mit der YouTube-Karriere nicht so ganz klappt, dann hast du wenigstens ein tolles Stück Technik, was du sonst für Fotos auch nutzen kannst und für deinen Urlaub etc. Und das, man sagt ja auch immer, die beste Kamera ist die Kamera, die man immer dabei hat. Und das ist heutzutage mit Sicherheit sowas wie ein iPhone oder ein anderes gutes Smartphone, vielleicht aus dem Hause Samsung oder Google, was weiß ich. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.